Friede wollte ich bringen den Menschen auf Erden, als ich selbst herabgestiegen bin und über die Erde wandelte. Und auch heute will ich denen den Frieden bringen, die eines guten Willens sind. Denn wahrlich, wenn sie mich selbst einlassen in ihr Herz, dann wird auch ein Friede dieses Herz erfüllen, den nur ich ihnen geben kann. Denn sie werden meine Gegenwart verspüren und sich selig und geborgen fühlen. Sie werden keinen Feind fürchten, der von außen an sie herantritt, denn sie wissen um meine Liebe und Macht, die allem Unheil wehren kann und wehrt, das ihnen droht. Nur in mir werdet ihr den wahren Frieden finden, denn seid ihr mir innig verbunden, dann spürt ihr auch die Vaterliebe, und ihr wisst, dass ein Vater seine Kinder schützt und umsorgt und sie nicht in Not geraten lässt. Ich will euch den Frieden der Seele bringen, dass ihr dessen gewiss seid, den rechten Weg beschritten zu haben, der hinwegführt von meinen Gegnern, dem ihr entfliehen wollt, und mir zu, euren Gott und Schöpfer, zu dem ihr als Kinder flüchtet, dass meine Vaterarme euch umfangen und euch sicher geleiten auf den Weg zur Höhe. Doch solange ihr mich noch nicht gefunden habt, wandert ihr auch ruhelos dahin. Ihr kennt keinen rechten Frieden, denn ihr werdet innerlich noch zu sehr bedrängt von meinem Gegner, der euch nicht zum Frieden kommen lässt, der immer nur darauf bedacht ist, Unruhe, Ungeduld und Aufregung in euch auszulösen, der euch hetzt und jagt, der euch ins Weltgetriebe versetzt, auf das ihr keinen inneren Frieden finden könnt, weil jeglicher Kontakt mit mir verhindert wird und ohne mich ihr nicht zu einem wahren inneren Frieden kommen könnt. Ich aber kam zur Erde herab, um denen den Frieden zu bringen, die eines guten Willens waren, denn ich sammelte sie um mich und gab ihnen zu erkennen, als der Retter aus tiefster seelischer Not. Nur wenige glaubten an mich und meine Mission, aber diese fanden auch den Frieden durch mich. Sie fanden den Weg zu mir, ihrem Gott und Schöpfer, und gingen ihn bewusst, indem sie sich zu mir in Jesus Christus bekannten und als Erste auch die Gnaden meines Erlösungswerkes annahmen, indem sie als die Ersten und Erlösten wieder in ihre ewige Heimat eingehen konnten nach ihrem Leibestode. Ihnen brachte ich in Wahrheit den Frieden für ihre Seelen. Der endlos lange Kampf seit ihrem Abfall war durchgestanden und er endete mit einem Sieg über den Gegner, weil sie sich mir bewusst zuwandten und sich von mir erlösen ließen durch mein Blut, das ich am Kreuz für alle Menschen vergossen habe. Ich also hatte meinen Gegner besiegt und an jeder, der sich nun mir anschließt, braucht auch meinen Gegner nicht mehr zu fürchten. Er wird in innerem Frieden durch das Erdeleben gehen und auch nach seinem Tod eingehen können in das jenseitige Reich, weil ich ihm diesen Frieden erkauft habe mit meinem Kreuzestod. Doch er muss einen guten Willen sein, ansonsten er immer noch meinen Gegner verhaftet bleibt, weil er mein Werk der Erlösung und also auch mich selbst nicht anerkennt und er so lange in den Ketten meines Gegners ein friedloses Leben führen wird, sei es auf Erden oder auch im Jenseits, bis er sich frei macht von ihm, bis er den Weg nimmt zu mir und von mir sich Erlösung, also auch den inneren Frieden erbittet, der ihn selig macht. Aber immer ist die irdische Welt ein Streitgebiet gewesen, wo die Menschen kämpfen müssen gegen den, der sie gefangen hält, und sie werden nicht eher zum wahren Frieden gelangen, bis sie ihn besiegt und zu mir gefunden haben, der ich allein ihnen den Frieden geben kann. Aber ihr Menschen werdet auch dann erst selig sein, wenn dieser Friede euer Herz erfüllt, denn dann habt ihr heimgefunden, auch wenn ihr noch auf Erden lebt, aber ihr seid den rechten Weg gegangen zu mir, ihr habt euch mir innig verbunden, meine Liebe Kraft empfangen
und mit mir auch den Frieden der Seele gefunden. Dann seid ihr mein geworden und auf ewig dem entflohen, der euch einst hinabstürzte in die Tiefe. Dann habt ihr den Weg aus der Tiefe zur Höhe erfolgreich zurückgelegt und es ist euch die Pforte zur ewigen Heimat nicht mehr verschlossen. Ich selbst empfange euch und geleite euch in mein Reich, wo Licht und Seligkeit und Frieden ist, bis in alle Ewigkeit. Amen.